Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute mal ein ganz, ganz anderes Video, als dass ihr es eigentlich so ein bisschen von bis oder so, so ein bisschen von mir gewohnt seid, denn ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Sneaker. Ich lasse mich eigentlich gerne auf das ein, was da kommt, und spekuliere nicht, was könnte kommen etc. Aber es ist natürlich raus, also auch schon aufgrund des letzten Postes von gestern hier auf Twitter müsste das gewesen sein, Just for Fun. Also wenn ich jetzt diesen Link hier klicke, kann es sein, dass wieder mein X-Server hier irgendwie stehen bleibt. Deswegen lasse ich das mal lieber, aber das ist ein Linkverweis auf Twitter. Und wenn das Update kommt, nee, nicht das Update, sondern es kommt eigentlich kein Update, sondern es kommt natürlich, es kommen, ja, Verschlimmbesserungen will ich jetzt auch nicht sagen, sondern es kommen Level-Erweiterungen, es kommen Erweiterungen bzw. Anpassungen an den, an einigen Truppen, und es kommen natürlich neue Level für einige Truppen. Und ich habe das Ganze natürlich jetzt, ihr habt es gerade gesehen, der Sneak ist noch nicht draußen, ich habe es jetzt vorher aufgenommen, ist immer ein bisschen schwierig für mich zumindest, weil ich das halt auch nicht so oft mache, und deswegen kann ich euch auch nur das einspielen, was uns selber diesmal tatsächlich rechtzeitig zur Verfügung gestanden hat. Manchmal ist das nicht so, dann kommt das recht kurzfristig, aber diesmal konnte ich, glaube ich, ganz in Ruhe meine Aufnahme mal machen, ohne dass schon irgendwo die ersten Sneak-Videos waren, und dann bin ich mal ein bisschen zeitnaher dabei. Bin ich ja eigentlich auch nicht, aber in dem jetzigen oder in den jetzigen Sneaks gibt es natürlich einige oder kleinere Anpassungen erstmal. Also ich nenne das ja immer ganz gerne Verschlimmbesserungen, aber sind keine Verschlimmbesserungen, sondern so ein bisschen Balance Changes, Anpassungen. Also irgendwo, wo eine Truppe ein bisschen zu OP ist oder wo man gesehen hat, Mensch, da passt die Range noch nicht, wie zum Beispiel beim Drachenreiter. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch, der Inferno-Drachen. Das sind auch so Sachen, die stehen hier nirgendwo. Das sind Werte, die stehen in irgendwelchen wilden Tabellen, aber sie stehen hier nicht in Wort, in Wörter oder in Zahlen. Der Inferno-Drachen baut ja seinen Strahl, ähnlich wie der Inferno-Turm, auf Single. Er wird halt immer stärker mit längerer Dauer, und die Stärke nimmt jetzt, oder Slot wird ein bisschen geslot um 0,2 Seconds. Also nicht wirklich spürbar viel, aber vielleicht doch spürbar viel. Da macht es dann halt unter Umständen die Masse oder die Zeit. Also er braucht ein kleines bisschen länger, um wirklich auf maximaler Brennweite oder Brennung zu kommen. Das ist so die erste Änderung, die ich hier gelesen habe, ohne dass ich sie hier jetzt gelesen habe. Das zweite ist, der Drachenreiter bekommt eine kleinere Range, das heißt also um 0,5 Tiles, das steht hier auch nirgendwo, steht hier eigentlich, wie viel Tiles er austeilt, Ground und Air immer noch, da wird sich noch was ändern bei einer anderen Truppe, also um 0,5 Tiles, er hat also nicht mehr so eine große Range, sondern muss jetzt ein bisschen näher ran an die Defense Gebäude, und um sie dann letztendlich zu zerstören. Das ist so auch eine Änderung, die seht ihr nicht in Zahlen hier. Also ich habe es auch ein bisschen gesucht, aber man kann das halt hier nicht erkennen, welche Range hier jetzt in Tiles sind. Das müsste man dann wirklich mal ausmessen, wenn man mal einen setzt oder wenn man mal eine Truppe begutäugelt. Der Yeti hier unten von den Pets, also der Mighty Yak, nicht der Yeti, der Mighty Yak hier, der bekommt keine Area Splash mehr, also kein Splash Damage mehr, sondern nur noch Damage. Der fällt also völlig weg, der ist wirklich removed. Der macht also wirklich nur noch jetzt, ich nenne es immer so, Punktschaden. Also kein AOE mehr, also eine Area, sondern wirklich nur noch Punktschaden auf Mauern und dann letztendlich auf das extra bleibt natürlich bei den Mauern, aber er geht dann ja auf defensive Gebäude und auch auf andere Gebäude hin. Es gibt noch so ein paar kleinere Bugfixes, dass die Bilder wohl in einigen Kämpfen in den Mauern hängen geblieben sind, in Friendly Challenges oder Legend League Attacks, dass sie da hängen geblieben sind, wenn sie dann defenden und eigentlich Gebäude reparieren sollen. Und auch im Editor-Modus gab es so ein paar kleinere Bugfixes. Das ist wirklich, das sind so Sachen, die fallen mir eher weniger auf, weil ich ja überhaupt kein Base-Builder bin. Und es kann auch nicht mehr vorkommen, wohl, dass man jetzt Clan War startet
so ein 15 gegen 16 oder 20 gegen 21 oder so. Das war womöglich, ist mir auch nie aufgefallen. Das ist sowas, dass man das wirklich ausführen konnte und dann tatsächlich so einen Krieg da hatte, war aber wahrscheinlich eher die Aufnahmen. Aber das sind so kleine, aber feine Verbesserungen beziehungsweise Bugs, die rausgenommen werden. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen, und da habe ich euch ein Video eingespielt, beziehungsweise spiele ich euch eben mal ein Video ein. Dazu mache ich allerdings hier die beiden Effekte mal aus, sonst hört ihr das auch noch zusätzlich. Denn wir haben natürlich neue Level hier bei dem X-Bogen. Der X-Bogen wird auf Level 9 gehen, 18,5 Millionen Gold. Ist auch nicht geschenkt. Und die ganzen Sachen werden alle mal, ich will nicht sagen ein bisschen bunter, aber sie kriegen halt so ein bisschen funkelt es überall. Seht ihr da in den kleinen vier Ecken? Da funkelt so ein bisschen. Jetzt auch beim X-Bogen und auch gleich beim Mortar werdet ihr das sehen, dass es so ein bisschen funkelt, und das stand ja so ein bisschen im Titel drin. Also es wird alles so ein bisschen edler, hätte ich fast gesagt. Ich finde es sehr, sehr schick, deswegen habe ich auch gedacht, das kannst du ruhig mal wieder aufnehmen und so ein bisschen deinen Senf dazu geben. Also die Banderolen hier sind, glaube ich, beziehungsweise da oben dieses kleine Dreieck, das funkelt so ein bisschen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, muss man schon sehr, sehr genau hingucken. Und ihr seht aber immer noch so ein bisschen die Unterschiede zu den Leveln vorher. Also die sind schon eher gravierend. Der Miner geht ein Level hoch auf Level 9. Und beziehungsweise, nein, entschuldigt, auf Level 8. Der Yeti geht auf Level 4. Da habe ich allerdings die Veränderung jetzt noch gar nicht visuell feststellen können. Die Hogrider gehen auf ihren nächsten Level, auf Level 11. Das ist schon ziemlich krass. Also der zweite doppelstellige Anstieg beim Hogrider. Und auch der Golem geht auf Level 11. Der sieht wirklich, wirklich schick aus. Zeige ich euch gleich nochmal so ein bisschen im Bild. Also das, was hier natürlich jetzt ist, Bowler auf Level 6, das kommt jetzt tatsächlich von Supercell. Das kann ich euch nicht zeigen. Das klicke ich euch nicht. Das überblende ich euch ja nur. Und Supercell übertreibt natürlich völlig hier auf diese wirklich, wirklich starken Bases, die neuen Truppen loszulassen, beziehungsweise die neuen Truppenlevel. Und hier konnte ich, wie gesagt, bei den Yetis konnte ich jetzt noch nicht feststellen, was da visuell an ganz kleinem Detail sich jetzt geändert hat. Kriege ich bestimmt noch raus, oder ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was sich da jetzt so hart geändert hat. Die Handschuhgröße oder die Augengröße oder was auch immer. Hier seht ihr die Bowler mal in Action, auch gegen eine Base aus den Goblin Bases, aus den kleinen, aber feinen Errungenschaft Bases hier. Die Golems kommen mit dazu. Richtig schick. Die mag ich wirklich, wirklich gerne. Diese Farbe, dieses Smaragdgrün, glaube ich. Und dazu kommen noch die Hogrider mit ihrem jetzt auch so ein bisschen Smaragdgrün leuchtenden Hammer. Aber ich nenne das jetzt mal so, wenn ihr da jetzt eine andere Farbe habt, nur zu. Ich hatte erst gedacht, die Hogrider haben auch jetzt zwei Hämmer. Haben sie aber nicht. Das sah nur so aus, weil der Hammer, glaube ich, ein bisschen kleiner und nochmal ein ganz kleines bisschen größer geworden ist, zudem die Farbe. Das hat mich so ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Und aber ist natürlich immer so ein bisschen, also man verbessert nicht nur die Stats der Truppen, also den Damage oder die Trefferpunkte, sondern auch immer so ein ganz kleines bisschen visuell, dass die Unterscheidung auch immer noch in der Form da ist. Und das finde ich immer sehr, sehr gut. Also das ist immer so ein bisschen Liebe zum Detail, würde ich sagen, bei Supercell. Und das gibt es natürlich auch in anderen Spielen. Das ist jetzt nicht so bei Clash of Clans so. Aber hier nochmal die Bowler im Einsatz auf Level 6, also Max Level. Mal sehen, wie fix ich bin. Ich denke, ich kann mir zwei Hammer gönnen dafür oder so. Muss mal sehen, was ich da so im Repertoire habe. Denn bei mir fehlen immer noch die Minions, also die Lakaien und auch die Valkyren, die ich zu leveln habe. Und der Miner hier jetzt auf Level 8, auch schön vorgegangen. Der Angreifer weiß schon genau, was er macht hier. Die Kanone ist noch abgelenkt von den Minern vorne, und jetzt kommen doch schon Miner von hinten. Also wunderbar gemacht hier gegen die Level 1 Kanone. Ist das Level 1 oder Level 2? Also Supercell gibt sich wirklich Mühe hier, die Bases zu zerstören, muss man sagen. Und aber ich finde es ganz witzig. Wir werden das sicherlich im Laufe der Zeit dann sehen, wie sich das Ganze auf Maxed Dörfer denn auswirkt. Und ich bin da auch mal gespannt. Werde sicherlich zwei oder drei Truppen direkt zu Anfang des Upgrades hier leveln. Und am oder zum guten Schluss nochmal alle neuen Truppen, Level-Truppen,
zusammen auf die neue Defense auch, also auch auf die neue Level Defense, die da kommt. Das heißt X-Bogen, Mortar geht hoch und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das so kleine, aber feine Veränderungen sind, um das Leben, wer weiß, noch leichter zu machen. Ich meine, die Pros haben immer irgendwas Leichtes, sich aus dem Ärmel zu schütten, aber wir normalen Casual Gamer, uns fällt das eigentlich gar nicht so aus. Man muss das schon ein bisschen genauer hingucken, vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen zusammenrechnen, wie lange eine Truppe braucht oder wie lange eine Defense braucht, um eine Truppe down zu bekommen, jetzt mit den neuen Trefferpunkten. Aber das war es auch hier ohne gesetzte Helden. Also hier geht jetzt kein Held hoch und kein gar nichts. Und jetzt kann ich die beiden Sachen auch wieder anmachen. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich von mir. Also wirklich mal was, so ein bisschen was Kleineres. Der Sneak ist noch nicht draußen. Ich schneide ihn jetzt so ein bisschen zusammen. Das waren jetzt eigentlich nur meine Meinung, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen noch mal die Truppen selber so zeigen. Wartet mal, ich hab ja noch ein paar Bilder von Supercell bekommen, beziehungsweise wir haben sie bekommen. Hier seht ihr die Bola, also es funkelt so ein bisschen in den Steinen, so die kleinen Klunker da drin. Finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass man hier auch, wie gesagt, diese kleine visuelle Veränderung hat. Also die Steine haben sich so ein bisschen, sie kriegen so ein bisschen Schärfe. Sie kriegen so ein bisschen Schärfe durch die Diamanten. Und ja, ich hatte es schon angekündigt, der Golem, den finde ich wirklich schick, aber er bekommt auch immer mehr, glaube ich, Höcker und also immer mehr Panzerung hier auf seinen Nacken und auf seinen Rücken. Mal sehen, ob der irgendwann mal als gänzlicher Golem hier durch die Gegend rennt. Wenn es so weitergeht, wird das sicherlich mal so sein, da muss man den vielleicht mal ein bisschen anpassen, aber den muss ich sagen, der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, ab in die Kommentare damit. Der Hawk Rider hier mit seinem neuen Hammer. Und wie gesagt, ich hatte erst gedacht, er hätte zwei Hämmer in der Hand, aber er ist jetzt auch schon, der wird auch immer größer. Irgendwann ist auch wirklich der Hammerkopf größer als der Hawk Rider und der Schweinekopf. Wenn es nicht sogar jetzt schon so ist. Der Miner, da ist mir das noch gar nicht so aufgefallen. Da muss ich mal tief nachgucken. Vielleicht hat sich die Schippe vorne, also die Spitze, nur farblich so ein bisschen angepasst bzw. verändert. Und hier sehen wir nochmal den Minenwerfer in seiner neuen Form. Also auch wirklich, wirklich schick. Ich weiß nicht, ob sich das immer so auf die Grafik auswirkt. Denn ihr seht, ich habe hier ja im Moment die normale Szenerie drin. Ich glaube, die andere Szenerie mit den, vor allen Dingen diese Disco-Szenerie, die frisst mehr. Also was heißt frisst? Die verbraucht etwas mehr Akku, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber gerade dadurch, dass sich da so viel bewegt, und ich meine, hier bewegt sich gar nichts, und ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Der X-Bogen hier nochmal im Bild, also das neue Design, ist sehr, sehr schick, auch mit den Klunkern in den Ecken. Und der Yeti, da muss ich mal nach der visuellen Änderung suchen. Es kann sein, dass sich am Korb hinten am Basket was verändert hat, oder ihr habt schon gesehen. Keine Ahnung, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, diese kleine Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt so ein bisschen was von mir gehört und dann geht es sicherlich weiter. Ich fand es diesmal wirklich, wirklich nett, dass etwas kommt, und bin dann auch mal gespannt, wenn es dann wirklich live geht. Aber es wird ja noch ein paar mehr Sneaks, glaube ich, geben, und da seid drauf gespannt. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, Leute. Euer Toto. Flasht.